Wir fangen einfach mal an. Schönen guten Morgen zum mittlerweile, ich glaube, sechsten Zoom-Up, den wir haben. Mein Name ist Marc Leinemann. Ich bin Mitgründer und Präsident von Crowdfoods, dem Food-Startup-Verband für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Ja, und herzlich willkommen zum, wie gesagt, sechsten Zoom-Up zum Thema Innovation bei Food-Startups. Ja, von der Idee zum fertigen Produkt mit Schwerpunkt auch auf das Thema Lebensmittelrecht. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder so zahlreiche, viele Teilnehmer dabei haben. Bitte euch natürlich jetzt am Anfang erstmal das Mikrofon auszuschalten. Wir haben drei spannende Speaker dabei und eine genauso gute Moderatorin, an die ich jetzt gerne abgebe, an die Linda. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Bitte, Linda. Hallo, auch ein liebes und herzliches Willkommen von meinerseits aus Hamburg. Ich wurde sehr gut angekündigt und genau, heute geht es um wahre Innovationen von der Idee bis zum Markt und was müssen wir da beachten bei der Inverkehrbringung und den lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Drei Speaker. Wir fangen an mit Govinda Jahnke. Du bist Geschäftsinhaber bei Adniart Creative Community und wirst uns gleich was zu deiner Geschichte und deinem Weg erzählen. Dann hilft uns Christopher nochmal auf die Sprünge, und zwar Dr. Christopher Zeppenfeld. Er ist Founder und CEO von Swarm Nutrition und am Ende rundet Maike Schnell, Food Consultant, vor allen Dingen fürs Food Law, noch einmal das Thema ab und unterstützt uns mit der rechtlichen Grundlage. So, Govinda, dein Auftritt, erzähl uns doch mal, was hat dich bei dem Thema Inverkehrbringung, lebensmittelrechtliche Voraussetzungen bei deiner Food-Innovation? Ja, was ist da passiert? Was hat dich Ja. bewegt? Okay, hi, erstmal guten Morgen. Ja, die ganze Geschichte fing eigentlich an im Jahr 2018 im Sommer, als mir ein spezielles Produkt begegnet ist. Ich war in Peru, auf der Kaffeeernte und dort haben die Bauern eben zusätzlich zu dem Kaffee auch das Kaffeefruchtfleisch verarbeitet. Dieses Kaffeefruchtfleisch, im Spanischen bekannt als Cáscara oder hier eben als Kaffeekirschentee, war für mich vollkommen neu. Und das war es zu dem Zeitpunkt und auch immer noch, glaube ich, auch für viele andere. Und ich habe ab dem Punkt gesagt, das ist so genial, dass die Bauern vor Ort in den Ländern, in denen Kaffee angebaut wird, eine Möglichkeit haben, fast das Doppelte zu verdienen, dadurch, dass sie eben das Kaffeefruchtfleisch mitverarbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich muss das auch machen. Habe ein Jahr lang damals meinen ehemaligen Chef versucht, davon zu überzeugen, das innerhalb der Kaffeerösterei mitzuvertreiben. Hat immer gesagt, nein, 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 nein und so weiter. Und dann war es so, dass ich Mitte letzten Jahres gesagt habe, jetzt mache ich es selber. Hatte allerdings auf dem Weg schon öfter mal davon gehört, dass es Schwierigkeiten gibt, dieses Produkt zu verkaufen. Es gab zwischendurch verschiedene Unternehmen, die das auch versucht haben, die beispielsweise eine Limonade auf Basis von Kaffeekirschenfruchtfleisch veröffentlicht haben. Und nach einem halben Jahr oder Jahr oder zumindest zum 01.01.2018 wieder vom Markt verschwunden sind. Und das war der Punkt, an dem ich das erste Mal von der Novel Food Verordnung gehört habe, die dann auch zum 01.01.2018 nochmal neu gemacht wurde. Und das war ein bisschen schwierig. Ich habe die allerdings, also diese Verordnung, falsch interpretiert. Ich habe sie mir mehrmals durchgelesen und verschiedene Regularien dazu mir angeschaut und bin nie selber zu dem Schluss gekommen, so, ich darf das jetzt nicht. Und das war immer ein bisschen irritierend, weil beispielsweise auch mein Importeur und andere Menschen gesagt haben, ja, das ist so eine Grauzone, das ist so, man sollte damit ein bisschen verdeckt sein. Und daher hatte ich da nie eine klare Aussage, was jetzt wie gemacht werden kann oder sollte. Und entsprechend habe ich dann gesagt, ich mache das jetzt einfach. Sprich, ich habe innerhalb von 3 Wochen Mitte letzten Jahres eine Marke gegründet, den Tee veröffentlicht und alles fertig gemacht. Online-Shop, habe die ersten Produkte verkauft. Und im Nachhinein war das genau der richtige Weg. Es war sehr, sehr richtig und wichtig, dass ich das gemacht hatte. Ich hatte nämlich an diesem Punkt meinen Proof of Concept. Ich habe gesehen, die Leute kaufen das Produkt, die Leute finden das Produkt super und ich habe sogar schon den Handel, der gesagt hat, wenn
das, also wenn ihr das verkaufen wollt, wenn ihr beispielsweise eine Bio-Zertifizierung habt, sind wir dabei. Und zwei Wochen nach der Veröffentlichung, habe ich dann doch nochmal recherchiert, weil mir Leute gesagt haben, hey, du darfst das doch eigentlich gar nicht, was ist denn da los? Verschiedene Verbände und Ämter angeschrieben, bis dann irgendwann tatsächlich die Aussage kam, so, sie dürfen das auf gar keinen Fall. Also es ist definitiv nicht erlaubt. Woraufhin ich ein bisschen sauer war auf die Leute, die mir das verschwiegen haben, die es gewusst hätten müssen so und das Produkt dann wieder vom Markt genommen habe in diesem Zusammenhang. Das ist so die Geschichte dessen. Zudem kam jetzt vor kurzem, das ist jetzt nicht in Bezug aufs Lebensmittelrecht, aber eine weitere Hürde auf mich zu oder auf uns. Nämlich, wir hatten das Produkt damals Katie genannt für Koffeintee. Und das war auch alles gut. Wir dachten, das kann so bleiben. Und jetzt vor kurzem hatte ich nochmal geschaut, weil wir wollten jetzt weitermachen, hat uns jemand diesen Namen weggenommen. Beziehungsweise, was heißt weggenommen? Jemand hat diese Marke sich schützen lassen. Und ich habe jetzt mit verschiedenen Anwälten gesprochen, wir kommen da auch nicht wieder ran. Aber das war jetzt so der nächste Punkt. Wir haben die Verpackung, wir haben die Internetseite, wir haben alle sozialen Kanäle, die jetzt, sage ich mal, alle neues Branding erhalten müssen, weil wir den Namen nicht mehr haben. Weil wir damals nicht schnell genug waren, ihn anzumelden oder nicht schnell genug reagiert haben, um Widerspruch einzulegen, wenn das überhaupt möglich gewesen wäre. Das war in dem Sinne auch nochmal so ein großer Punkt, wo man gesagt hat, okay, muss doch nicht sein, warum funktioniert es nicht einfach? Ja. Aber genau, das ist so der Punkt, an dem wir jetzt sind, dass wir wissen, die Zertifizierung oder diese Anmeldung des Produkts als ein zugelassenes Produkt, die ist jetzt im Gange. Das ist absehbar, dass es im Laufe des Jahres zugelassen wird. Deswegen versuchen wir uns darauf vorzubereiten, um dann eben durchstarten zu können. Ja, ganz spannend. Ganz spannend. Also zwei Herausforderungen. Einmal die lebensmittelrechtliche Herausforderung. Und zum Glück habt ihr es so weit geschafft, dass ihr, so wie du es gesagt hast, Proof of Concept für euer Produkt schon mal kriegen konntet. Also wenn ihr die Freigabe kriegt, wisst ihr, euer Produkt wird nachgefragt. Genau. Und jetzt zweitgelagert ein Thema, was heute nicht mit unserem Thema was zu tun hat, aber grundsätzlich natürlich auch beachtet werden muss, markenrechtliche Schützung der neuen eigenen Marke. Ja, ganz spannend. Genau. Gehen wir rüber auf Christopher. Christopher von Swarm. Ja, du bist ein bisschen, guten Morgen, hallo. Du bist ein bisschen weiter schon gekommen, aber hast ganz ähnliche Voraussetzungen oder nicht Voraussetzungen, sondern Hürden wie Govinda. Erzähl uns doch mal deine Geschichte. Gerne. Also ähnlich wie Govinda haben wir auch mit einem neuen Rohstoff gearbeitet, der hier relativ ungewöhnlich ist. Wir machen Lebensmittel mit Protein aus Insekten. Dafür sind wir 2015, mein Mitgründer und ich, nach Südostasien gereist, sind ein paar Monate auf dem Motorrad rumgefahren und haben sehr viele Insekten gegessen und uns auch die Insektenzucht, insbesondere in Thailand, angeguckt. Da ist das Ganze schon sehr weit verbreitet und waren da sehr beflügelt, das Ganze mit nach Europa zu nehmen, weil es auf dem Papier sehr viel Sinn macht, also Insekten sehr wenige Ressourcen verbrauchen und sehr hochwertige Nährwerte liefern, aber die Optik etwas gewöhnungsbedürftig ist und wir deswegen gesagt haben, okay, wir machen ein Convenience-Produkt damit. Dann haben wir gesagt, okay, das ist ja wahrscheinlich relativ einfach. Wir gehen hin, importieren Insektenpulver, machen hier Lebensmittel raus. Da Schritt 1, Insektenpulver, also das, wir wollten es ja als etwas optisch entschärften Inhaltsstoff nehmen, ist kein originär asiatisches Produkt. Die essen die Tiere als Ganzes. Dann war noch die Frage, darf man das überhaupt in Europa auf den Markt bringen? Das war lange Zeit ein großes Hin und Her, weil es einen Unterschied gab, also kurz ein ganz Einsatz zur Novel Food Verordnung, die uns ja auch betrifft. Als neuartiges Lebensmittel gelten in Europa alle Lebensmittel, die nicht vor Mitte Mai 1997 in nennenswertem Umfang in der EU gegessen wurden. Also wenn jetzt die Kiwi neu entdeckt worden wäre, wäre sie auch ein Novel Food. Oder Dinge, die mit neuen Herstellungsverfahren hergestellt wurden. So, und jetzt war die Frage auch lange Zeit strittig, wie sich das mit Insekten verhält. Und das konnte auch keiner richtig beantworten. Wenn man sich an die Behörden wendet, was ich nur empfehlen kann, weil sie werden einen irgendwann auf dem Schirm haben, spätestens wenn man das Gewerbe angemeldet hat, muss man sich mehrere Diskussionen über sich ergehen lassen, die auch natürlich auch sehr von so ein bisschen Angst geprägt sind, weil keiner will einen Fehler machen. Also hatten wir zuerst das Problem, okay, wo kriegen wir überhaupt einen Rohstoff her, dürfen wir den überhaupt in Europa vertreiben?
Dann kam die Novellierung der Novel Food Verordnung. Also die ist, war schon sehr, sehr, sehr alt und war sehr restriktiv und hat sehr viele Innovationen geändert. Und dann wurde das mit Effekt Anfang Januar 2018 überarbeitet. Und da waren Insekten offiziell als Novel Food auch drin, also diesmal unmissverständlich. Wir hatten das große Glück, dass wir vor 2018 schon in Verkehr gebracht waren, dementsprechend wie eine Handvoll anderer Insektenunternehmen von einer Übergangsregelung profitieren können. Und jetzt sind auch sehr, sehr viele Anträge bei der EU vorstellig. Dann war also wir haben uns mit einer großen Lebensmittelkanzlei zusammengetan, das Thema rechtlich einwandfrei aufzustellen. Dann hatten wir unsere ersten Prototypen gemacht. Dann war die Frage, okay, wir sind relativ schnell an dem Punkt gewesen, wo wir aus der WG-Küche heraus keine großen Massen an Produkten entwickeln können oder produzieren können. Da mussten wir erstmal einen Produzenten finden, der bereit war, das Ganze mitzumachen. Dann hatten wir unsere ersten Prototypen. Dann stand auch schon die Lebensmittelaufsicht tatsächlich bei uns in unserem kleinen Büro und hat unsere ersten Prototypen eine offizielle Probennahme. Also wir kommen nicht aus dem Lebensmittel. Das war sehr aufregend. Es gab eine Probe mit Gegenprobe und wurde ins Labor geschickt, weil das ganze Thema halt unglaublich aufregend für alle Parteien war und jeder Angst hatte, dass da irgendwas schieflaufen könnte. Und den letzten Punkt, den wir auch noch mit diesem Thema attackieren mussten, war, wir hatten relativ schnell große Aufmerksamkeit aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Aber da das Thema auch da sehr vertrauensbedürftig ist, hat man uns auch da gebeten, uns nach einem Lebensmittelstandard zertifizieren lassen, das ist IFS, das ist so der zentrale Standard in Europa. Und dann war das wieder die Hürde, okay, wie bauen wir ein Qualitätsmanagement auf für ein Produkt, wo es keine Dachregulation für gibt. Also in sehr vielen Lebensmitteln in Europa gibt es zumindest die Grundvoraussetzungen, die man erfüllen muss, insbesondere bei tierischen Produkten. Dann war die Frage, okay, wonach testen wir, wie engmaschig testen wir, da wir auch noch Lebensmittel tierischen Ursprungs aus einem Nicht-EU-Land in die EU importieren. Also das hat auch noch spezielle Herausforderungen, haben wir sehr lange mit unseren Freunden vom Zoll uns ausgetauscht, weil man braucht bei tierischen Produkten auch immer ein Veterinärgutachten aus dem Erzeugerland. Das heißt, wir mussten das in Thailand mit den Behörden koordinieren, dass wir immer die Veterinärerzeugnisse bekommen. Weil wir dann nämlich irgendwann festgestellt haben, nur weil man etwas in Deutschland verkaufen kann, heißt es nicht, dass man es auch nach Deutschland importieren darf. Das war noch eine andere für uns unvorhersehbare Komplikation und deswegen, glaube ich, haben wir das Problem so ein bisschen angegangen, weil wir haben einfach das große Ganze an Obstacles nicht gesehen, sondern scheibchenweise gelöst. Wir haben gesagt, okay, das ist jetzt eine große Herausforderung, wenn wir die gelöst haben, dann geht's los. Und dann kam immer wieder eins weiter. Und es hat sage und schreibe 3 Jahre gedauert, bis wir vom Beginn, wo wir uns mit dem Thema Vollzeit beschäftigt haben, bis wir im Handel waren. Also bis wir alles aufgestellt haben, das Produkt entwickelt haben und die Supply Chain fertig hatten. So als grober Überriss. Ja, das heißt, was ich da bei deiner Geschichte mitnehme, also du hast eine gute Parallele zu Govinda aufgezeigt, also gerade am Anfang mit den Behörden und auch das Warten und die Angst, etwas falsch zu machen. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass man sich Gedanken machen muss, welche Wertschöpfungskette durchläuft mein Produkt vom Ursprung über die Einführung durch den Zoll bis das Produkt anzumelden in Deutschland. Also diese einzelnen Schritte, dass man das scheibchenweise zerlegt, so wie du es sagst, damit man nicht überrascht wird, welche Hürde könnte jetzt noch kommen? Bei jeder Scheibe gibt es eine Behörde, die da mit entscheiden kann. Sehr gut, sehr gut. Und Maike lacht auch schon. Maike, ich gebe dir mal das Wort. Wir haben jetzt hier 2 Beispiele gehört, 2 unterschiedliche Stufen. Also Govinda noch, ja, so wie ich es jetzt gerade feststelle, dann doch noch ein bisschen am Anfang. Christopher ist schon fertig mit seinem Produkt, er ist am Markt. Wenn ich jetzt ein Startup bin, ich bin jetzt noch vor Govinda, ich habe einfach eine Idee, ich komme aus dem Urlaub und möchte das Produkt hier einführen. Welche rechtlichen Grundlagen und welche Tipps gibst du mit auf den Weg, damit ich meine Scheibchen zerlegen kann und möglichst beulenfrei durch die Geschichte komme? Mach mal den Ton an noch einmal. Ja, erstmal schönen guten Morgen. Hallo Linda, vielen Dank für die Einladung. Hallo auch in die Runde. Die Frage, die du gestellt hast, ist schon ziemlich umfassend. Also wie man, glaube ich, auch an den beiden Beispielen gesehen hat, ist Lebensmittelrecht nicht so
pauschal zu beantworten. Ich glaube, ich sage noch ein paar Worte zu mir. Also ich berate Lebensmittelunternehmen, auch Start-ups, vor allem in der Anwendung Lebensmittelrecht. Also ich bin keine Juristin, ich komme ganz ursprünglich aus dem ernährungswissenschaftlichen Bereich, bin Ernährungswissenschaftlerin und war knapp 7 Jahre tatsächlich bei einem größeren Mittelständler tätig, in einem eher bodenständigeren Bereich im Vergleich zu den beiden Beispielen von den Herren im Backwarenbereich. Und kenne mich vor allem mit der Anwendung des Lebensmittelrechts aus. Und das ist auch der Bereich, in dem ich berate. Genau. Ja, weil du fragtest, was ist besonders zu beachten. Der Christopher hat es, glaube ich, schon angesprochen. Die Basisverordnung ist da auf alle Fälle zu nennen als Grundlage, aber auch die Lebensmittelinformationsverordnung, kurz LMIV. Das ist halt die gängige EU-Verordnung über Informationen zum Lebensmittel. Ich glaube, der größte Punkt oder den Punkt, den die meisten erkennen, ist halt eben einfach die Kennzeichnung. Was muss auf die Verpackung drauf? Was darf ich abbilden? Was muss ich abbilden? Zutatenliste, Nährwerte, aber auch Claims kann man da gut nennen. Und wenn du sagst Basisverordnung und LMIV, was heißt Basisverordnung? Wo finde ich die? Also tatsächlich die Gesetzestexte findet man alle online. Kann ich auch nochmal einen Link reinstellen. Ich wende mich da tatsächlich immer an, es nennt sich EuerLex, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, also EUR und dann LEX. Da findet man die ganzen Verordnungen auch auf allen Sprachen. Man kann sich da ziemlich gut reinfuchsen, wenn man das möchte. Basisverordnung ist tatsächlich einfach der Name dieser Verordnung. Das sind praktisch so die Grundlagen, die Sachen, die zwingend erfüllt sein müssen. Und es ist auch geregelt, was zum Beispiel ein Lebensmittelunternehmer ist, was das überhaupt bedeutet. Das heißt, ich habe mein Produkt, nehme mir die 2 Verordnungen vor, lese mir die durch, stelle fest, zur Hälfte verstehe ich es. Govinda hat ja auch gesagt, er hat es auch so verstanden. Man hört unterschiedliche Meinungen innerhalb seines Umfelds, innerhalb der Lieferanten und auch Händler. Was würdest du empfehlen, was wäre dann der nächste Schritt? Also es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Im allerersten Schritt, so wie du gesagt hast, du hast eine Idee, kommst aus dem Urlaub und möchtest gerne was umsetzen, weil dir zum Beispiel ein Produkt am Markt fehlt oder weil du glaubst, dass es halt die Idee schlechthin ist, würde ich immer vorschlagen, erstmal zu überlegen, braucht man das Produkt wirklich? Ist es nur für dich relevant? Aus lebensmittelrechtlicher Sicht, beziehungsweise generell, das ist auch der Ansatz, den ich in der Beratung verfolge, macht es definitiv Sinn zu gucken, für welche Gruppe ist denn mein Produkt relevant? Zum Beispiel, denk mal an glutenfrei wäre zum Beispiel eine Idee. Dann spielt es auch wieder eine Rolle, was muss ich überhaupt Voraussetzungen erfüllen? Also was bedeutet glutenfrei überhaupt rechtlich? Und dann natürlich, gibt es dafür eine Käufergruppe? Gehen wir jetzt mal davon aus, definitiv ja. Möchte ich das auch auf der Verpackung ausloben? Also soll da ein Symbol drauf, ein Label drauf, ein Logo drauf? Das sind Themen, die ich auf alle Fälle von vornherein empfehlen würde zu beachten. Also da sollte man sich von Anfang an Gedanken machen. Ja, das heißt also, wenn wir sagen, wir sind jetzt neu, wir kommen wie gesagt aus dem Urlaub, dabei ist es erstmal wichtig, schon mal zu wissen, wie soll das Produkt aussehen? Am Ende, also welche Form, habe ich einen Riegel, habe ich eine Flüssigkeit, wie soll die Verpackung ungefähr, also es muss noch nicht festgeschrieben sein, aber vor allen Dingen ist es wichtig, was ist drin und was möchte ich deklarieren, also was möchte ich aussagen, was ist der Kaufgrund für den Kunden, weil so wie ich es verstanden habe, wenn ich glutenfrei beispielsweise ausloben möchte oder wie bei Proteinriegeln, reich an Proteinen, wenn ich das ausloben möchte, dann muss ich natürlich einmal die Proteinquelle wissen, beispielsweise Insekten, oder halt auch wissen, wie viel Protein auf 100 Gramm in meinem Produkt drin sind. Also das heißt, ich müsste mir schon mehr Gedanken gemacht haben, wie sieht mein Produkt aus, was sind die Inhaltsstoffe. Und könnte das dann aber auch, das, was immer noch fehlt, auch erarbeiten, mit dir zusammen oder auch mit Rechtsanwälten. Genau.
Genau, also der Unterschied zu einer Kanzlei wäre bei mir zum Beispiel, dass ich halt mich wirklich um die Anwendung kümmere. Also ich ersetze keinen Rechtsanwalt, sondern es geht eher darum, die Information dann anzuwenden. Also wo findest du die Information, was kannst du ausloben und in welcher Form? Also du hast jetzt zum Beispiel proteinreich angesprochen, da trifft halt ganz klar die Health Claims Verordnung. Da muss man halt genau gucken, erfüllt man die jeweiligen Voraussetzungen, wo finde ich die überhaupt und in welcher Form kann man das auch bildlich oder grafisch darstellen auf der Verpackung. Ja, ich verstehe. Also halten wir kurz fest, es ist nicht einfach mit neuen Innovationen, aber das Potenzial, was auf einen wartet im Markt, Govinda und Christopher sagen es ist, die Händler haben positiv reagiert, sie haben ihr Produkt auch schon verkaufen können. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite ist man gut beraten, wenn man Rechtsanwälte und so wie du Berater im Lebensmittelrecht zur Seite zieht, um zu schauen, wie deklariere ich und wo melde ich mein Produkt an. Ich schaue gerade mal in den Chat, wir haben nämlich schon eine Frage gehabt, Govinda, ganz am Anfang an dich und zwar, ich muss einmal gerade hochscrollen von Food Kitchen. Vielleicht kannst du dich gleich einmal melden. Von Mario war das, von Klosterkindchen. Hallo, Kloster und Mia, morgen. Hi. Grüß euch. Ich habe eine Anmerkung zu Govinda. Hat mir gut gefallen, dass du dich durchgekämpft hast durch die Geschichte. Wollte auch sagen, also ich kann jedem nur raten, wirklich irgendwie entweder sich beraten zu lassen oder zum Anwalt zu gehen. Wir machen ja Ingwergetränke, was erstmal total unspektakulär ist. Aber ich habe das Produkt definitiv 12 Monate lang erst auch mal entwickelt und alles soweit prüfen lassen. Und auf der Zielgeraden ging es so ein bisschen ähnlich. Obwohl wir alles geprüft haben, kam dann irgendeiner um die Ecke und meinte, weil wir haben ein spezielles Produkt in unserem Produkt, das nur für uns hergestellt wird und das ist Pfeilwurzelstärke. Ja. Und dann hat jemand gesagt, also Pfeilwurzelstärke ist garantiert Novel Food, ne? Weil das wissen wir überhaupt nicht, was das ist. Ne? Und dann haben wir gesagt, nee, das kann nicht sein, weil das wird auch in Marmeladen, vegane Marmeladen verwendet. Ne? Also mein Tipp ist es wirklich, was auch die Kollegin sagte, sich echt da beraten zu lassen. Ich weiß, Anwälte sind manchmal schwierig, ich hoffe, es sind keine hier dabei, aber weil die schreiben immer 28 Seiten und dann steht am Ende nichts drin und ist ja nichts. Ich kann auch sagen, ein Anwalt, der auch vielleicht in der EU-Kommission mitwirkt bei den Eingebungen, ist ganz gut. Da gibt es einige, die sind dann doch noch ein bisschen gewiefter. Ja, also wir haben da auch eine Kanzlei mit einer Anwältin, die da auch bei den Eingaben mitarbeitet. Und das kann ich jedem nur empfehlen, der ein neues Produkt bringt, wirklich von Anfang an das ordentlich zu machen. Weil zum Beispiel auch mit der Kaffeekirsche, also ich habe mich da auch über ein halbes Jahr gewundert, wie da überhaupt noch Vertrieb gemacht wird mit den Produkten, weil da ist es eigentlich schon viel länger bekannt, dass das Novel Food ist. Und deswegen also auch Govinda, egal was man macht, immer vorher schauen. Und auch zu der Health Claim Verordnung und Lebensmittelverordnung kann ich was sagen. Also wie gesagt, ich mache das jetzt ja auch, jetzt ist mein 5. Jahr. Also man kann auch nicht davon ausgehen, dass wenn große Hersteller irgendwas auf die Verpackung schreiben, dass das stimmt. Ja? So ein Tipp von mir, große Hersteller oder von mir aus auch Handelsketten, die auch im Discount arbeiten, die gründen einfach kleine GmbHs, mache irgendwas, mache mal ein Produkt als Aktion, da steht alles Mögliche drauf. In unserem Fall zum Beispiel ist gerade ein Produkt im Markt, da steht ganz groß Immunbooster drauf. Ja? Also das ist mit Sicherheit Health Claim Verordnung hoch 10. Aber wenn man die GmbH googelt, die das vertreibt, dann ist die quasi nächste Woche wieder tot, wenn es da irgendwie eine Abmahnung gibt. Ne? Und deswegen auch in der Health Claim Verordnung sich lieber auf das Produkt und etwas anderes fokussieren in der Aussage. Also wir haben uns zum Beispiel auch entschieden, gar nicht so auf das ganze Gesundheitsthema mit dem Ingwer einzugehen, weil wir davon ausgehen, das weiß eh jeder. Wir haben uns für einen Markenclaim entschieden, so geht Geschmack, ja, weil wir mehr über diesen Geschmack kommen wollen. Und das würde ich auch vielleicht dem Christopher raten, in den Produkten weiterentwickeln und so. Vielleicht wirklich mehr das herausstellen, was ist das Gute, ja,
und gar nicht so viel auf die Werbung gehen, weil ich meine, ihr habt sowieso ein spannendes Produkt mit diesen ganzen, sagen wir mal, Insekten. Das wird zukünftig kommen. Es wird zwar noch ein langer Weg werden, ja, das muss jedem klar sein, aber dass die ganze Proteinnahrung auf Insektenbasis der Zukunft haben wird, was ich heute noch nicht viel vorstellen können, denke ich hundertprozentig. Ich wollte auch schon in ein, zwei Startups investieren, weil ich ein bisschen Investitionen als auch mache. Wird ein langer Weg, aber dranbleiben, wird mit Sicherheit cool werden. Aber Health Claim Verordnung ist echt wichtig. Aber bei Govinda jetzt meine Frage noch kurz. Haben das wirklich Leute zu dir gesagt, dass du das einfach so machen kannst, die dir das verkauft haben? Es wurde zu mir an mehreren Stellen gesagt, auch von anderen Leuten, die mit diesem Produkt eben zu tun haben, die gesagt haben, so mach das so ein bisschen unterm Schirm, dass das eben keiner so richtig mitkriegt. Das war ja allerdings nicht mein Ziel. Ich wollte damit ja auch irgendwie hinaus, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn das jetzt nicht erlaubt ist, früher oder später wird es mir ergehen, wie dem einen oder anderen ehemaligen Wettbewerber, die dann vom Markt gegangen sind und beispielsweise in die USA gezogen sind, um das Produkt dort weiter zu vertreiben. Da ich da kein Interesse dran hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, dann warte ich lieber ab, bis es soweit ist. War nur erstmal irritiert durch die Aussagen und diese Unklarheit, die ich vorher hatte. Dann aber auch entsprechend, wie lange sowas dauert. Weil das Produkt wurde Mitte 2018 zur Zulassung gegeben, beziehungsweise und dann erst vor 2 Monaten wurde dieses Schreiben akzeptiert, beziehungsweise ist das Schreiben eingegangen. Und jetzt läuft eine Frist von 9 Monaten, sprich dieses ganze Schreiben läuft über 2,5 Jahre. Also Tipp von mir, wenn ihr mit Anwälten zu tun habt oder solchen Leuten, lasst euch das doch einfach schriftlich geben. Da wird es ganz schnell ganz dünn. Ja, weil auch Anwälte am Telefon viel erzählen und wenn man dann schriftlich was will, manchmal gar nicht so viel mehr kommt. Wir machen das konsequent, wirklich. Konsequent, wenn uns jemand was erzählt, wo wir glauben, dass wir irgendwie durch eigene Recherchen ein anderes Wissen haben, reden wir mit denen, lassen uns das schriftlich detailliert geben und wenn dann nichts kommt, dann wissen wir schon, dass da irgendwas faul ist, weil wenn irgendwas richtig ist, kann man es auch schreiben. Ist meine felsenfeste Meinung. Und da tun sich inzwischen aufgrund von Internet und was weiß ich da alles, sehr viele sehr, sehr, sehr schwer, auch Anwälte mal schriftlich da zu fokussieren, was sie da überhaupt einem erzählen oder ein Gesprächsprotokoll führen. Also auch zu Beginn von unserem Gespräch machen wir es inzwischen sehr oft, wirklich, das ist so, ist eigentlich irgendwie krank. Wir sagen, wir führen jetzt ein Protokoll darüber und das Protokoll tauschen wir hinterher auch per E-Mail aus und jeder unterschreibt es. Ja? Weil es ist einfach zu gefährlich, wenn wir hier als Startups es ernst meinen, Firmen aufbauen wollen, Wertschöpfung betreiben wollen und da draußen irgendwelche Menschen rumlaufen, die dann mit so Halbweisheiten da irgendwie Geschäfte zerstören und auch Firmen zerstören und auch, ich meine, du hast vielleicht auch ein paar Mitstreiter, so wie ich auch. Ich meine, da gibt es ja auch zum Teil Familien, die hier dranhängen. Aber leider Gottes, also Tipp von mir, immer Gesprächsnotizen anfordern, mitführen, mitschneiden, ja, und auch gegenseitig austauschen. Dass das immer ganz klar ist. Restrisiko gibt es sowieso, dafür sind wir ja Unternehmen. Genau. Danke, Mario. Würde ich jetzt auch sagen, dass es eben immer, klar, man kann sich an viele Leute wenden und die haben auch immer dann was dazu zu sagen und irgendwann kommt man vielleicht zu einem anderen Ergebnis. In dem Fall war der wichtigste Punkt und die wichtigste Lektion, die ich aus dem Ganzen gezogen habe, dieses PS auf die Straße bringen und einfach mal machen, und in 3 Wochen dieses Produkt auf dem Markt zu haben, um dann festzustellen, dass es erstmal schwierig wird, das zu vertreiben, aber die Motivation, das weiterzuentwickeln, bis es soweit ist, ist jetzt trotzdem da gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann, wenn es, ich sag mal jetzt Ende Sommer soweit ist, viel mehr bereit sind, damit zu starten, als wir es letzten Sommer waren. Und daher hat sich das am Ende so sogar noch ganz gut gefügt. Ja, ihr habt tatsächlich einen anderen Weg gewählt, aber habt auch bei dem Weg Learnings generiert, die euch in dem Geschäftsmodell im Grunde weiterbringen. Ne? Ganz viel. Und ich glaube, das ist eine schwierige Situation, absolut neue Produkte in den Markt zu bringen und da gemeinsam mit den Behörden, aber auch Rechtsanwälten oder Beratern da den Weg zu ebnen.
Ich glaube, was auch hilft, wenn man schaut, wer gibt einem die Informationen. Also natürlich ist ja eine Beratende oder ein Rechtsanwalt in der Position, lieber einmal kritischer zu sein, als ein beispielsweise Lieferant, der sagt, ja, das kriegen wir alles hin, es ist ja gar kein Problem. Also ich glaube, die Interessensgruppen der Einzelnen, die einem die Meinung geben, die sind wichtig anzuhören und für sich selber muss man dann ja, sich einig sein, auf welche Meinung ich nun vertraue. Und Mario, ich finde es schade, dass du eher so schlechtere Verhältnisse zu deinen Rechtsanwälten hast, dass du da eher gebrandmarkt bist, so hat sich's angehört. Ich glaube nicht, dass es überall so ist, aber eine gesunde Obacht ist sicherlich grundsätzlich in der Geschäftswelt gar nicht schlecht. Ich schaue mal gerade rein, der Timo stellt eine weitere Frage und Timo, vielleicht kannst du die gleich nochmal spezifizieren, ganz knapp, denn du fragst, wie hoch sind die ungefähren Kosten der Zertifizierung? Und für mich wäre da die Frage, welche Zertifizierung? Und du fragst weiterhin, und nach was wird das berechnet? Also welche Zertifizierung meinst du, Timo? Timo, bist du mit an Bord? Ansonsten kann ich nur mutmaßen, also ich gehe mal davon aus, dass du nicht die IFS-Zertifizierung meinst. Die spielt natürlich eine Rolle, aber wer... Das ist nicht das genaue Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass du fragst, wie viel kostet es im Grunde einem Govinda oder wie viel hat es einen Christopher gekostet, von der Idee in die Scheibchenzerlegung des Wertstroms. Wie teuer war das? Kann man das ungefähr beziffern? Christopher, Govinda, habt ihr da irgendeine Hausmarke? Und dann ist es ja auch immer, muss man ja auch sagen, eine individuelle Geschichte. Wollt ihr da eure Informationen teilen? Christopher, gern du. Ja, das ist super schwer zu sagen. Also erstmal, ich glaube, nochmal kurz Trennung von Novel Food und generellen Lebensmitteln. Also abgesehen von dieser Novel Food-Thematik und ein paar speziellen Zusätzen, braucht ihr ja keine Genehmigung, um Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Also du hast ja eine Sorgfaltspflicht, das heißt, du bist als Lebensmittelunternehmer selber dafür verantwortlich, dass du quasi alle rechtlichen Grundlagen einhältst und darfst dann einfach Lebensmittel auf den Markt bringen. Also es gibt keine Zulassung per se außerhalb dieser Novel Food-Thematik. Dann die Produktentwicklung, so das ist natürlich, das schwankt halt super krass. Viele, wenn du mit Vertragsherstellern arbeitest und dann den Auftrag letztendlich zur Produktion gibst, dann helfen die dir auch bei der Entwicklung und verrechnen das nachher mit der Erstproduktion. Also es ist sehr schwer zu sagen, IFS-Zertifizierung hängt super krass vom Umsatz ab, Umfang ab, ob ihr selber produziert, ob ihr nur Händler seid, da hängt es auch sehr stark von der Zertifizierungsstelle ab. Also da lohnt sich auf jeden Fall Angebote einzuholen, weil die sehr, sehr stark schwanken und man muss es sich jedes Jahr neu zertifizieren lassen. Also das ist also jetzt mal speziell IFS kann im niedrigen Tausenderbereich, also 3000 anfangen, bis hin zu sehr umfangreichen Proben. Novel Food Antrag, das kann beliebig hoch werden. Also du musst ja immer unterscheiden, was es kostet, einen Antrag einzureichen. Irgendwelche Gebühren, das ist ja nicht teuer, aber du musst ja auch diesen Antrag erstmal schreiben und die Daten, die da drin gesammelt werden, vorbereiten. Das ist halt beliebig teuer. Dann eben nochmal die Frage, die davor war, also generell Anwälte, wenn du was schriftlich haben willst, schreib dir halt ein Gutachten. Das beläuft sich nach Umfang. Ein guter Lebensmittelanwalt kostet auch sowas um die 300 Euro die Stunde. Dementsprechend, es ist sehr schwer, die Kosten da abzuschätzen. Ja, auf jeden Fall. Was lässt sich festhalten, wenn man ein neues, innovatives Produkt hat, sollte man nicht mit ungefähr 1000 Euro rechnen, sondern deutlich höher. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Und zwar ist das ganz individuell vom Produkt abhängig und dann kann man im Grunde ja auch die Partner, die man in die engere Auswahl zieht, auch einmal fragen nach dem ungefähren Kostenrahmen. Sicherlich kann man am Anfang nicht alles überschätzen, aber vielleicht kriegt man eine grobe Hausmarke. Aber ich glaube, das hat geholfen, einmal zu unterscheiden in lebensmittelrechtliche Kennzeichnung, also Thema LMIV, Basisverordnung, was ich heute Morgen gelernt habe und auch Novel Food und auf der anderen Seite IFS-Zertifizierung. Danke, Christopher. Danke, Govinda. Da sind vielleicht noch zwei Ergänzungen.
Der Ben ist ja auch bei uns mit dem im Zoom jetzt drin und der Timo meinte, es ging ihm ganz speziell um die IFS-Zertifizierung. Ben, vielleicht hast du da noch irgendwelche Richtgrößen? Kannst du das eventuell einschätzen? Dann sag doch kurz was dazu. Ja, also ähnlich wie Christopher schon gesagt hat, es hängt ganz stark davon ab, welchen Standard, also wenn du nur Händler bist, IFS-Broker, dann musst du ungefähr mit 2.500 rechnen, aber auch da, genau wie Christopher sagt, lohnt es sich, verschiedene Angebote einzuholen. Wenn du selbst produzierst, dann kannst du ganz locker einen Tausender drauf tun, also bist du ganz schnell bei 3.400 für anderthalb Tage Audit. Wenn es eine komplexe Produktion ist, kannst du pro Tag auch nochmal, also pro zusätzlichen Tag, um die 700 bis 1.000 Euro drauf tun. Und wie gesagt, das sind nur die reinen Kosten für die Zertifizierung, für die Zertifizierungsstelle und die fallen dann auch in Folge eben jährlich an. Okay, danke. Also auf jeden Fall ein Kostenblock. Also ganz kurz, ich möchte da noch was dazu sagen, weil wir haben das ja gerade gemacht vor einem Dreivierteljahr, die IFS-Broker-Zertifizierung und wir machen jetzt gerade die komplette Zertifizierung auch für die Herstellung. Also das stimmt, 2.500 Euro haben wir bezahlt. Kleiner Tipp nur, man sollte vor einer IFS-Broker-Zertifizierung auf jeden Fall sich jemanden holen, der einmal ein komplettes so ein Audit mit einem durchgeht. Das kostet zwar nochmal ein paar Euro, aber dann ist die IFS-Broker-Zertifizierung wirklich ein Kinderspiel. Ja? Also wirklich jemanden vorher holen als Berater, der darf ja nicht prüfen, mit dem einmal alles durchgehen, den Aktenordner fertig machen, alles zusammenstellen. Wir haben das nämlich im Vorfeld gemacht und da sind Dinge aufgetaucht, da kommt man, glaube ich, nicht drauf. Also wir wären da nicht drauf gekommen, wie die Stellenbeschreibung der Arbeitsstelle muss zur Stellenausschreibung, wie man den Mann gefunden hat, im Arbeitsvertrag wiederfindbar sein. Also total krank, ne? Was hat das jetzt damit zu tun? Der Ben lacht schon, ja. Aber das hat ja uns halt alles gezeigt. Von daher haben wir alles ordentlich gemacht mit dem Voraudit, dann unser Audit gemacht. Und unser Prüfer vom TÜV Nord war begeistert, weil er hat gesagt, das gibt es gar nicht. Euch gibt es erst irgendwie 9 Monate und ihr kriegt ein IFS-Broker mit höheres Niveau, 98, irgendwas Prozent, weil ihr alles auch richtig gemacht habt. Ne? Er sagt, oft machen die Leute das nicht, dass sie so ein Voraudit machen und dann ist eigentlich Katastrophe. Also kann man, glaube ich, Zeit und Geld sparen. Ja, das denke ich auch und das ist halt beim Lebensmittelrecht auch ganz ähnlich. Also das tut mir leid, Mario, dass du da mit den Kanzleien ein bisschen schlechte Erfahrungen offensichtlich gemacht hast. Also in meinem Netzwerk arbeite ich eigentlich sehr eng und auch gut mit verschiedenen Kanzleien zusammen. Und aber ich verstehe, weil du sagtest, dass man viel Papierkram kriegt, ausführliche Berichte, dass das teilweise schwierig ist in der Bewertung und in der Anwendung. Da gebe ich dir recht, aber da gibt es ja beratende Hilfe. Ja. Also hier ist eben auch noch die Frage im Chat gewesen, nach der Empfehlung nach Anwälten. Ich denke, Maike, deinen LinkedIn-Account haben wir ja gepostet schon im Chat. Alejandra hat da, glaube ich, was geschrieben. Vielleicht vernetzt ihr euch im Nachgang mal und tauscht euch da aus. Ihr könnt euch natürlich auch hier mit dem Mario vom Kloster Kitchen austauschen. Der hat ja nun auch ein paar Erfahrungswerte, was Anwälte angeht. Und ich denke, auch der Christopher weiß da Bescheid, kann da vielleicht eine Empfehlung aussprechen. Das ist ja auch eines der Ziele, warum wir die Zooms machen und diesen Verband aufgesetzt haben, damit sich die Food-Startups untereinander eben auch durch Empfehlungen weiterhelfen können mit den richtigen Partnern da in dem Bereich. Vielleicht noch eine Ergänzung, was Ben da ein bisschen ausgeführt hat. Wir werden in einem der nächsten Zooms dann auch das Thema Food Safety, Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung haben, wo der Ben dann sicherlich auch mit reingeht als Speaker, wo wir das Thema dann nochmal vertieft behandeln werden, wenn es dann darum geht. Wäre eventuell auch spannend, da den Mario mit reinzunehmen, weil der ja nun das Ganze schon mal durchgemacht hat, diesen ganzen Audit. Ja, jetzt, ihr merkt schon, wir sind mitten in der Fragerunde, also ihr könnt die Fragen stellen oder einfach hier reinschreiben, ich habe eine Frage. Ich habe jetzt mal noch eine Frage und zwar ja, im Prinzip an die Maike. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt ein Food-Startup bin aus der Schweiz, habe da jetzt sozusagen meine Zulassung alles schon gemacht?
Kann ich dann einfach in die EU gehen oder muss ich da nochmal alles überprüfen lassen? Gibt es da irgendwelche anderen Geschichten oder ist es harmonisiert? Es ist zum größten Teil harmonisiert, aber du hast halt einmal das EU-Recht, was jetzt bei der Schweiz ein bisschen schwierig ist, ich glaube, das wissen wir. Aber du hast zu dem EU-Recht, was ich jetzt vorhin zum Beispiel angesprochen hatte mit der Basisverordnung oder mit der LMIV, immer nochmal Länderrecht. Das heißt, du musst dir vorstellen, das EU-Recht steht immer über dem Länderrecht, aber es gibt zusätzlich nochmal spezielle Eigenheiten im jeweiligen Land, in das du importieren möchtest. Aber wenn du jetzt aus der Schweiz nach Deutschland importieren möchtest, dann gilt das EU-Recht und das musst du erfüllen als Lebensmittelunternehmer. Und dann könnte ich in jedes EU-Land importieren. Wenn ich das beispielsweise für Deutschland habe, geht das in jedes EU-Land. Du musst, musst sicherstellen, dass halt die Kennzeichnung, die Deklaration, dass das alles auch für das jeweilige Land entsprechend passt. Das heißt, der größte Punkt, den vielleicht auch einige Startups gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass die zum Beispiel eine Anforderung der LMIV ist, dass es immer in einer leicht verständlichen Sprache die Deklaration erfolgen muss. Das heißt, in einem Vertriebsland wie zum Beispiel, ja, Schweiz ist jetzt ein bisschen nicht das beste Beispiel, aber vielleicht sagen wir Polen, dass die Sprache auf der Verpackung auch polnisch sein muss. Also die verpflichtende Kennzeichnung muss dann auch auf polnisch sein. Und zur Not, wenn man die Sprache halt, wenn es ein kleiner Markt ist und man will es erstmal nur probieren, dann kann man auch überstickern. Aber genau, da hat man dann auch Anforderungen, die man einhalten muss, weil es muss ja auch nicht abzulösen sein. Also ja, auch bei dem Thema ist Rat geboten, sich da jemanden zur Seite zu holen, weil einmal im Markt und dann wieder zurückholen ist der höhere Aufwand, als einmal jemanden rüberschauen zu lassen. Ja, danke, Maike. Ich würde noch was anmerken, weil ich bin ja auch damals 2015 mit einer Schweizer GmbH gestartet. Was ich jedem empfehlen kann, der aus der Schweiz nach Deutschland kommt, wenn ihr an eine gewisse Grenze kommt, bei Edeka oder bei Rewe am Umsatz, dann akzeptieren die keine Rechnung mehr aus dem Drittland. Also ihr solltet euch frühzeitig darum kümmern, dass ihr eine Vertretung, einen Abwickler, einen Rechnungssteller in Deutschland habt, weil bei der Edeka zum Beispiel gibt es dann echt extreme Schwierigkeiten mit Listungen. Bei uns ging das relativ schnell. Wir haben das dann über die Edeka dann über einen Zwischenhändler gelöst, der natürlich aber auch Marge kostet, das muss man ganz klar sagen. Ein ganz wichtiger Tipp von mir, wenn man aus der Schweiz nach Deutschland geht, wirklich darauf achten, dass man A, wenn man ab einer gewissen Größe ist, wird eine Rechnung aus dem Drittland nicht mehr akzeptiert. Das zweite ist, ich würde immer empfehlen, in Deutschland auch eine Bankverbindung aufzubauen. Das haben wir auch ganz schnell gemacht, weil die Commerzbank verlangt 26 Euro Überweisungsgebühren für vielleicht 33 Euro Online-Shop-Rechnung. Das ist dann irgendwie krank. Da darf man sich auch nicht wundern, da gibt es dann so Schattenbankkonten, ne, die dann die Schweizer Banken aufmachen bei deutschen Banken. Das ist also alles ganz normal. Und was ganz entscheidend ist, ist auch der ganze Wirtschaftsverkehr, wie die Ware fließt, weil das ist ja auch alles Mehrwertsteuertechnik, eine Riesenthematik. Also ich habe das einmal komplett durch. Wir liefern ja nach wie vor jetzt auch, wir verkaufen ja in Liechtenstein und auch in der Schweiz sehr erfolgreich unsere Produkte. Also da muss man schon echt drauf achten. Am Anfang ist es noch alles vielleicht easy, aber da kommt ganz schnell dann auf einen Themen zu, wenn das Produkt dann funktioniert, wo man echt safe sein muss. Und noch ein letzter Tipp, wenn ich ein Produkt aus der Schweiz nach Deutschland bringe, ich muss immer auf dem Produkt auch eine europäische Vertretung haben. Ja? Also wenn ich mein Produkt irgendwo herstelle und aus der Schweiz irgendwie nach Deutschland was liefere, brauche ich eine deutsche Adresse, weil wenn mal was mit dem Etikett ist oder wenn ein Kunde sich beschwert, muss man eine deutsche Adresse drauf haben, ja? Da kann man vielleicht auch mit dem Produzenten reden, wenn der irgendwie in Deutschland produziert. Aber das muss auf jeden Fall sein. Sonst kriegt man da Ärger. Das haben wir nämlich ganz am Anfang gehabt. Dann kam da irgendwie so eine Info. Ja, Moment, ihr braucht doch eine deutsche Adresse. Ja, deswegen kann ich nur sagen, ist hilfreich. Super, danke Mario. Also wir merken schon, du hast das auch wie Gewinder und Christopher einmal durch. Ihr drei seid die Experten auf dem Gebiet und freut mich, dass ihr ja für Fragen zur Verfügung steht. Ich schaue noch einmal in den Chat rein. Der Lutz hat geschrieben und zwar eine Frage an Gewinder.
Wie konkret ist das Markenrechtsthema denn bei dir ausgegangen? Das Markenrechtsthema ist konkret so ausgegangen, dass ich vor ein paar Wochen feststellen durfte, dass jemand sich unionsweit die Marke hat schützen lassen, also den Wortlaut. Und wir zwar Mitte letzten Jahres eine Domain hatten, den Webshop, einen Instagram-Account und sowas halt, damit aber kein Recht haben, um, sage ich mal, neuere Marken zu verbieten. Das reicht dafür noch nicht. Das wäre dann, wenn man selber schon eine Marke hatte vorher, dann klar kann man gegen die neue Marke angehen. So wird das sehr, sehr schwierig. Man könnte, das haben wir jetzt mit einem Anwalt besprochen, noch ein Gebrauchsrecht anfordern, aber das hilft uns insofern auch nicht großartig, weil dann könnten wir lokal in unserer Region oder vielleicht in Deutschland die Marke verwenden, dürften aber beispielsweise nichts lizenzieren oder dürften auch gerade über Deutschland hinaus mit dieser Marke nicht arbeiten, weswegen wir uns jetzt eben dazu entschieden haben, dann lassen wir es eben gut sein, dann soll es der Name in dem Sinne nicht sein und überlegen uns einen neuen. Das ist auch was, das ich jetzt von vielen Leuten gehört habe, das ist das letzte Problem, was man hat, da jetzt irgendwie einen Namen zu finden oder das zu ändern, das ist erstmal alles nicht so wild und das ist auch so. Ne? Dann fällt einem schon was Neues ein. Ja, sehr gut und danke für die Überleitung. Wir werden nämlich auch ein Zoom-Up demnächst haben zum Thema Naming der Marke. Also wie finde ich denn den besten Namen für meine Marke? Und da, bis dahin hast du hoffentlich deinen neuen Markennamen gefunden. Habe ich schon. Sehr gut. Für alle anderen, die noch suchen, sind dann auch herzlich eingeladen. Die Fragerunde geht weiter. Also gerne Fragen stellen. Wenn keiner mehr Fragen hat, dann komme ich nochmal mit einer Frage daher. Wie ist denn das bezüglich der Claims? Frage auch nochmal an Maike. Es gibt ja jede Menge Food-Startups, die jetzt Richtung Functional Food gehen. Ne? Also nicht nur jetzt, was das Thema Nahrungsergänzungsmittel angeht, sondern auch spezielle Joghurts mit speziellen Proteinen drin für die Zielgruppe Ü50 und so weiter. Worauf muss man da achten? Also wenn ich angenommen, ich habe eine Studie, die das in irgendeiner Form belegt, wo ist da die Unterscheidung zwischen sogenannten Health Claiming, was nicht erlaubt ist wegen Medizin und wie weit kann ich da gehen? Hast du da eventuell zwei, drei Informationen zu? Also ich habe zumindest ein paar Tipps in der Hinsicht. Also ich glaube, Govinda hatte das vorhin auch schon angesprochen. Es ist tatsächlich ein Graubereich. Also beziehungsweise die Health Claims Verordnung ist ganz strikt reguliert, was in der, ich sag mal, in der Liste der zulässigen Claims nicht auftaucht, ist per se nicht zulässig. Wenn du jetzt angesprochene Studie hast, dann, und du möchtest gerne einen Claim, der aktuell nicht existiert, verwenden, dann musst du ihn zulassen und das läuft über die EFSA. Also Health Claims Verordnung aus meiner Erfahrung nach, da immer ein besonderes Augenmerk drauf haben. Es ist natürlich auch sehr, sehr interessant, gerade für Food Startups oder auch generell, wenn man innovative Produkte hat, weil man halt unheimlich gut damit werben kann. Aber es ist auch immer ein sehr großer Angriffspunkt. Also ich habe das jetzt richtig verstanden. Es gibt eine Stelle, wo ich meinen Claim einreichen könnte zur Prüfung. Wenn die den genehmigen, dann kann ich den verwenden. Ja, um es mal ganz, ganz pauschal zu sagen, es ist ein ähnlicher Prozess, wie Christopher vorhin den Prozess für Novel Food Anträge gestellt hat. Nicht ganz so im Detail, aber ja, ähnlich. Wie lange dauert das und was kostet das? Das kann ich dir, was es kostet, kann ich dir nicht sagen. Dauern aus der Erfahrung auch, würde ich so 9 Monate bis ein Jahr. Okay, danke. Aber es ist noch nicht sicher, dass es überhaupt durchgeht. Ne? Also es wird halt geprüft und nur weil du den Antrag stellst, heißt es nicht, dass die Studie oder die Daten, die du vorliegen hast, auch ausreichend sind. Ich glaube, neben den Kosten, was wir heute gemerkt haben, die anfallen können, muss man auch mit einplanen, dass man Zeit braucht. Also es wird, dass man Zeit braucht, dass man Hürden gehen muss, so wie Christopher auch gesagt hat und Govinda hat ja eingestimmt. Es wird, du denkst, du hast es gelöst und dann kommt die nächste Herausforderung. Also ich glaube, es ist
ein lebender Prozess, an dem man sehr viel für sich selber wahrscheinlich auch mitnimmt, sehr viel lernt in der Zeit und so wie Marius erzählt hat, ein Experte auf dem Gebiet wird. Aber ich glaube, man braucht einen langen Atem und gerade wenn es dann darum geht, den Business Case zu schreiben für das Startup oder für die Marke, dann sollte man das auf jeden Fall ins Timing mit einberechnen und lieber ein bisschen großzügiger sein, um dann nicht finanzielle Probleme zu bekommen. Ja, muss aber auch ganz klar sagen, dass wir hier sehr extreme Beispiele haben. Also es klingt sehr, sehr dramatisch gerade, so in der gängigen Praxis, sei es jetzt nicht gerade Novel Food, wie bei den beiden, ist es gar nicht so schlimm, wie es, glaube ich, vielleicht jetzt hier an der einen oder anderen Stelle rüberkommt. Ja. Ja. Also das kann ich auch bestätigen. Ich komme ja aus dem Bereich der Kaffeeröstereien. Und das stand natürlich immer zur Debatte, komm, warum macht man nicht irgendwas mit Kaffee? Warum muss man sich denn jetzt Novel Food raussuchen und jetzt erstmal 2 Jahre darauf warten, dass man damit überhaupt starten kann, um dann in einen neuen Markt einzutauchen, von dem man gar nicht weiß, wie das Produkt überhaupt ankommt. Das ist ja schon durchaus ein riskantes Spiel und vielleicht sogar ein teureres. Beim Kaffee wäre es entsprechend einfach gewesen, weil es gibt Importeure in Deutschland, die Rohkaffee verkaufen, die produziert man bei sich irgendwo in der Nähe, in einer kleinen Rösterei, kann man ja auch Lohn herstellen, verpackt sie und verkauft sie. Da gibt es dann, weil es alles schon 10.000 Mal gemacht wurde, nur noch sehr viel weniger Probleme. Ja. Genau, also es ist der große Unterschied, was setze ich für eine Rohware ein und ist die neu? Diese Rohware, ist die neu für den deutschen, europäischen Markt? Und nicht nur der Einsatz der Rohware, sondern auch die Herstellung und aus welchem Land? Wenn ich, wie gesagt, einen neuen Schokoriegel habe, der nur eine neue Geschmacksrichtung, Vanille, Kirsche hat, dann geht dieses Drama an mir vorbei. Wenn ich eine Sache noch sagen darf. Christopher, ja. Meine Erfahrung bezieht, also was, glaube ich, die größten Probleme für Food-Startups, die gerade in der Ideenphase sind, ist wirklich die Health-Claim-Verordnung. Also viele Leute oder viele Startups, die mir begegnen, haben beispielsweise finden einen Tee in Südamerika und sagen, die Einheimischen schwören darauf, dass er das Leben verjüngt und Krebs heilt und schreiben das dann auf ihre Webseite. Und wie die Maike schon sagte, ist die Health-Claim-Verordnung eine Positivliste. Also man darf nur das sagen, was draufsteht, in einem sehr engen Wortlaut, wie er da vorgegeben ist. Ja. Oder sehr nah da dran ist, also sinnähnlich ist. Also reich oder viel ist ähnlich, aber sonst ist es sehr eng vorgegeben. Und medizinische Wirkungsaussagen sind generell verboten. Also man darf jetzt nicht sagen, das fängt ja schon an bei kleinen Dingen, wie zum Beispiel der Begriff Low Carb ist eigentlich gar nicht definiert. Es gibt Lower Carb, da wird manchmal eine Ausnahme gemacht. Das ist aber nicht nur, dass man dann gerne die Lebensmittelaufsicht zum Feind hat, die das auch regelmäßig kontrolliert, sondern das ist auch ein Abmahngrund. Und die Lebensmittelbranche ist eine Branche, die auch sehr abmahnfreudig ist. Also wenn man was draufschreibt, das ist halt super einfach zu überprüfen, gerade bei Makronährstoffen wie High Protein, der wahrscheinlich der häufigste Claim überhaupt ist. Bei Vitaminen schwieriger, das übernimmt dann aber die Aufsicht, das regelmäßig zu kontrollieren, ob da auch die Vitamine drin steht, die man draufschreibt. Ja, und ich habe es auch einmal durchgemacht. Ich hatte mal im damaligen Job in dem Team zusammen, hatten wir ein Produkt eingeführt. Das war genau 2-3 Monate im Handel. Und man kriegt dann einen Brief vom Rechtsanwalt beziehungsweise von der Behörde eher und der wird an den Rechtsanwalt weitergeleitet. Und dann kann es so weit kommen, dass man entweder das Produkt vom Markt nehmen muss oder in dem Fall, was wir jetzt nur hatten, die Verpackung ändern muss. Also die Aussage der Health Claim kritischen Wortgruppe entfernen, ersetzen, aber natürlich so, dass es dann innerhalb der Leitlinie ist. Und wo wir gerade bei Health Claim sind, die Susanne fragt, wenn ich sagen möchte, besonders für die vegetarische Ernährung geeignet. Maike, was muss ich da beachten? Ist das schon Health Claim? Also es ist kein Health Claim. Grundsätzlich geht bei Claims oder bei Aussagen, die man auf dem Produkt macht, immer das Irreführungsverbot. Also das, was man auslobt, muss auch der Wahrheit entsprechen. Ja, und im Fall vegetarisch muss es halt eben auch vegetarisch sein. Genau, die meisten. Aber es gilt nicht die Health Claims Verordnung. Ich hab noch eine kleine Anmerkung, weil ich muss mich gleich stumm stellen, weil ich muss mit meiner Tochter gleich noch ein Zoom-Meeting mit der Schule. Deswegen, ich bin heute dran. Ich habe noch eine Anmerkung,
Was auch wichtig ist, Wettbewerb und hin und her, ne, und Aussagen. Also man muss natürlich auch damit rechnen, dass, das ist uns jetzt zum Beispiel schon 2-3 Mal passiert, dass wenn andere Leute wissentlich oder auch unwissentlich, ich behaupte mal immer meistens hoffentlich unwissentlich, mit Health Claim Aussagen auf ihren Produkten werben, kann das für andere Startups, die das ordentlich machen, so wie die Maike auch gesagt hat, überprüfen und testen und alles machen, auch zum Nachteil werden, weil wir haben jetzt 2-mal den Fall gehabt, dass ein anderes Startup mit Aussagen wirbt und die Einkäufer der einzelnen Lebensmittelketten darauf reinfallen, ja, und dann uns damit konfrontieren, wieso jetzt das auf unserem Produkt zum Beispiel nicht draufsteht, ne? Ja, also ich sage mal, das ist leider Gottes dann auch nicht so schön, weil irgendwo sind wir alle Startups und wollen ein Geschäft aufbauen, aber es gibt viele Startups, die haben Aussagen auf ihren Produkten, wo wirklich dann auch die Einkäufer sich beeinflussen lassen, die sind nicht rechtskonform, die Aussagen, und wir sind da jetzt schon auch 2-mal mit konfrontiert worden, haben das immer ordentlich begründet, haben auch die Listung dann bekommen, ja, ohne da jemanden jetzt irgendwie anzuschwärzen, das machen wir nicht, aber das ist auch extrem gefährlich, mit welchen Health Claims da oder nicht Health Claims oder gedachten Health Claims da rumgeworben wird. Also ich bin noch dabei, aber ich stelle mich stumm, weil ich mache jetzt eine Schulstunde mit meiner kleinen Tochter. Viel Erfolg, danke für deine Tipps. Hallo. 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 Mario, ist ein guter Punkt, also das lässt mich nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass man halt als Lebensmittelunternehmer, als Inverkehrbringer für sein Lebensmittel verantwortlich ist und das halt auch nicht übertragen kann. Man kann das vielleicht noch im Einzelfall vertraglich anders regeln. Grundsätzlich ist aber der Lebensmittelunternehmer verantwortlich. Sehr gut. Maike, ich schaue einmal in den Chat. Du bist heiß gefragt. Wie sieht es mit Tierfutter oder Nahrungsergänzungsmittel für Tiere aus? Also wir sind jetzt bei Tieren, nicht bei Lebensmitteln. Sollte man sich da auch an denselben Richtlinien und Verordnungen richten? Kennt sich da vielleicht jemand aus? Also Maike, du bist dran und vielleicht kann auch jemand ergänzen. Also bei Tierfutter bzw. auch Tiernahrungsergänzungsmittel gilt nicht genau das Gleiche wie bei Lebensmitteln für die menschliche Ernährung. Man orientiert sich aber grundsätzlich daran. Es ist nicht ganz so eng reguliert. Ich kenne mich da nicht im Detail aus, das muss ich ganz klar sagen. Aber ich weiß durchaus, dass es nicht ganz so engmaschig beziehungsweise nicht in Form einer Health Claims Verordnung reguliert ist. Aber trotzdem wird diese halt rangezogen als Vergleichspunkt, ja. Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass es beim Tier, also es gibt Unterschiede zwischen Nutztierfutter und Haustierfutter. Nutztierfutter ist auch sehr, sehr stark reguliert, weil das auch irgendwann in die menschliche Nahrungskette fließt. Haustierfutter ist anders reguliert. Es gibt, wie die Maike schon sagte, weniger Claims, also zum Beispiel meines Wissens nach, aber ich glaube, ich auch kein Experte, ist sowas wie glutenfrei und sowas zwar auch definiert, aber viele andere Dinge wie High Protein nicht unbedingt. Genau. Dafür hat man viel engere Vorgaben, was die Toleranz von Nährwerten angeht, weil wenn man komplettes Futter zum Beispiel anbietet, man hat ja immer, weil das ja Lebensmittel sind, natürliche Zutaten schwanken ja, je nachdem wie die Ernte war, wie das Licht eingefallen ist, haben die unterschiedliche Nährstoffe. Deswegen hat man immer eine Toleranzband um die ausgelobten Nährwerte, die auch von der Höhe der Nährwerte abgehen. Das ist bei Tierfutter meines Wissens nach ein bisschen strenger reguliert, weil viele Tiere andere Voraussetzungen haben. Beispielsweise Katzen haben 2 Aminosäuren mehr, die essentiell sind im Vergleich zu Menschen. Die brauchen bestimmte Fettsäuren, die sie nicht selber bilden können, anders als Menschen. Und da die ja nicht selber einkaufen können, ist Tierfutter, insbesondere was die Nährwerte angeht, etwas strenger reguliert. Okay, also auch hier merken wir wieder, individuell aufs Produkt schauen und Beratung suchen und einen Rechtsanwalt. Aber das ist schon mal hilfreich, Christopher, dass es da auch Unterschiede gemacht werden. So, nun haben wir gerade keine Fragen im Chat. Das ist aber gar kein Problem, denn Christopher, ich habe noch eine Frage an dich. Nun habt ihr das Produkt eingeführt, ihr habt es in den Markt geschafft und ihr seid ja nun schon auch länger unterwegs. Kann ich davon ausgehen, wenn man es einmal geregelt hat, dass es geschafft ist? Oder ist man im Grunde, ich nenne es jetzt mal übertrieben, auf dem Kieker und es begleitet einen im Grunde ja die ganze Geschäftstätigkeit. Wie ist da deine Erfahrung? Also wenn man, ich glaube, es ist ein starker Unterschied, ob man sich online oder offline bewegt. Wir sind sehr stark im Einzelhandel vertreten, dementsprechend auch überall in Deutschland in verschiedenen Märkten. Das heißt, wir werden sehr engmaschig überprüft. Die Lebensmittelbehörden haben ein
eine Vorgabe, wie viele Proben Sie ziehen müssen, je nachdem, in welchem Bereich sind. Also jetzt hier, wir unterstehen der Lebensmittelaufsicht in Köln. Die sind eine relativ große Stadt. Das heißt, die müssen sehr viele Proben ziehen und ins Labor schicken und überprüfen, dass da alles rechtmäßig ist. Jetzt wage ich mal, das weiß ich nicht, aber jetzt stelle ich mir vor, dass man als Lebensmittelprüfer sich auch mal freut, wenn man neue Produkte sieht, die man auch mal testen kann und nicht immer den gleichen Quark ins Labor schickt. Und es ist ein automatisiertes Verfahren, die, also jetzt in unserem Fall, die gehen in den Laden, nehmen sich 8 Produkte, schmeißen die in eine Tüte, kleben die zu und lassen die gleichen Riegel als Gegenprobe im Supermarkt liegen für ein paar Monate. Dann wird ein Protokoll ausgeführt, das wird ins Labor gegeben und dieser Kohledurchschlag, den man noch kennt, der wird dann in den Briefumschlag gesteckt und kommt bei uns an. Und da wir ja ein sehr aufmerksamkeitsstarkes Produkt sind, kriegen wir regelmäßig diese Durchschläge. Deswegen wissen wir, worauf die Lebensmittelaufsicht achtet. Die testen sehr viel. Also wir haben ja ein sehr engmaschiges Qualitätsmanagement, insbesondere auch durch die IFS-Zertifizierung. Und ich glaube, wenn man, je aufmerksamkeitsstärker man ist, umso engmaschiger ist ja auch die Überprüfung, weil im Zweifel auch Lebensmittelbehörden, also vielleicht das rechtlich das falsche Wort, aber eigentlich haftbar gemacht werden können, wenn sie ihrer Aufsichtspflicht nicht entsprechend nachkommen. Und da will natürlich jeder vorgefeilt sein und deswegen ist das schon sehr engmaschig. Also das Ganze geht immer weiter ab, immer weiter, insbesondere weil ja auch Lebensmittel sich ja verändern. Also wir überprüfen zum Beispiel sehr engmaschig die Mikrobiologie, weil die ja sehr von der Verarbeitung auch abhängt. Es kann ja da auch mal sein, dass die Verarbeitung anders abläuft von Produktion zu Produktion, wenn irgendwelche Witterungseinflüsse sind. Und deswegen muss man Sachen immer regelmäßig kontrollieren. Dann das Gesetz ändert sich. Also die Verpackungsverordnung hat sich regelmäßig geändert über die Jahre. Was die Maike sagte, die LMIV, also die Lebensmittelinformationsverordnung, ist eine der wichtigsten. Was schreibt man drauf? Das ändert sich regelmäßig. Man ist ja auch dafür verantwortlich, dass man auf dem aktuellen Stand bleibt, was teilweise fast unmöglich ist ohne die Beratung eines Anwalts, habe ich das Gefühl. Deklarationen ändern sich. Deklaration hängt ab von der Größe der Verpackung. Das wollte ich nochmal den Leuten mit auf den Weg gehen. Also von der Quadratzentimeterzahl der Verpackung hängt die Schriftgröße ab. Das ist sehr interessant. Die einzelnen, was die Maike auch schon angesprochen hat, die einzelnen EU-Mitgliedsländer haben unterschiedliche Deklarationsergänzungen zur EU-Verordnung. Die wollen noch andere spezielle Ausdrücke. Manchmal in Österreich heißen Lebensmittel anders als in Deutschland. Und das hört eigentlich nie auf. Das wird auch immer weiterentwickelt. Es gibt da immer wieder Kommissionen, die natürlich darüber tagen. Großes Beispiel der letzten Jahre war, dass man keine Hafermilch oder Pflanzenmilch mehr sagen kann, sondern Pflanzendrink. Da hat sich die Milchwirtschaft erfolgreich gegen gewehrt. Und wenn man das ist halt ein Produkt, was dann nicht mehr in Verkehr gebracht werden darf, wenn man weiterhin auf dem Haferdrink Hafermilch schreiben würde. Und das ist einfach eine Entwicklung, die ongoing ist und die man immer im Blick haben muss. Ja. Vielen Dank, Christopher, für deine Einschätzung. Also wie Christopher schon gesagt hat, die Health Claims Verordnung steht tatsächlich auch so direkt drinne, auf Veränderungen angelegt. Also das ist auch speziell für diese Verordnung, die wächst sozusagen mit ihren Anforderungen mit. Das Beispiel mit den Pflanzendrinks ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Also es ist nicht so, dass Milch oder Milcherzeugnisse nicht schon immer definiert waren, aber halt einfach mit dem Aufkommen dieser pflanzlichen Alternative hat das halt einen ganz anderen Stellenwert bekommen und war dann auch erst relevant. Okay, also Info an uns für alle, die es noch nicht gemerkt haben, die Lebensmittelbranche lebt. Es gibt immer neue rechtliche Grundlagen. Das Thema wird eh nicht abreißen. Also es ist eine gute Nebenbeschäftigung. Wenn die Verpackung gedruckt ist, ist sie auch dann schon wieder alt und übertrieben jetzt. Und auch nochmal, wenn wir jetzt unsere zwei Beispiele heute gehört haben, die natürlich eher die Ausnahme sind, aber wie gesagt auch hohes Potenzial genießen, Marktpotenzial und hohe Umsätze versprechen, sind sie wahrscheinlich besonders auf der anderen Seite gebeutelt durch behördliche Begutachtungen und rechtliche Herausforderungen. Wunderbar. Marc, du hast noch eine Frage, dann bitte, bitte. Ja, danke, Linda. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, Govinda und Christopher, wenn ich jetzt wirklich ein Novelty-Food-Produkt habe, und Govinda hat ja gesagt, ne, es war ganz wichtig, das Produkt schon mal, auch wenn es nicht ganz erlaubt war, in den Markt zu bringen, um diesen Proof of Concept zu bekommen. Also Investoren, wenn ich zu Acceleratoren gehe, wird ja immer gesagt, ganz, ganz schnell, Rapid Prototyping, Prototyp, und dann stellt euch mit dem Produkt auf den Wochenmarkt und verkauft das mal.
dann kriegt ihr gleich ein Gefühl dafür, wie kommt das an, schmeckt das den Leuten, finden das die Leute gut, welchen Preis würden sie bezahlen, damit man auch so ein Gefühl bekommt, ob man mit dieser Erfindung nicht im Elfenbeinturm sitzt sozusagen. Wie kann man denn da jetzt vorgehen, wenn man das eigentlich nicht in Umlauf bringen darf, weil es Novelty Food ist? Kann ich nur zu sagen, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es in dem Zusammenhang aus Unwissenheit gemacht, dadurch, dass ich eben eine Fehlinformation darüber hatte, ob es jetzt erlaubt ist oder nicht. Und habe dann so gedacht, wenn das so viele andere machen, ich meine, das Produkt ist auf Amazon über viele Online-Shops ja weitgehend erhältlich und dachte dann, in einem kleinen Rahmen merkt das keiner. Und das war so der Grund, warum ich das gemacht habe, bis dann zu dem Punkt, so hey, es funktioniert, okay, jetzt kriege ich Angst. Oder nicht Angst, aber es ist so, dass man dann nicht Sorge hatte, weiter zu wachsen und dass es dann eben doch schwierig wird und zumal dann auch relativ schnell die Aussage vom Lebensmittelverband kam, hey, wir haben recherchiert und es ist definitiv nicht erlaubt. So, diese klare Aussage hatte ich zu dem Punkt davor noch nicht gehabt. Ja, wenn es tatsächlich Novel Food ist, würde ich sagen, kann man einfach gar nichts machen. Also es ist bei uns teilweise auch dann ein Problem gewesen, also jetzt in der Retrospektive, wenn wir machen auch viele Studien mit Universitäten zusammen, was uns jetzt den Vorteil hat, dadurch, dass wir verkaufen dürfen, aber du darfst nicht mal einfach Verköstigungstests machen, wenn es Novel Food ist. Also es darf ja eigentlich keiner konsumieren, dann hast du schon sehr hohe Auflagen, auch wenn du einfach Verköstigungsstudien machen willst. Also wir nennen auch dieses ganze Food-Thema intern so ein bisschen The Fat Startup. Es gibt ja diesen Lean Startup Approach von Eric Ries. Das gibt es einfach im Lebensmittel nicht, weil um einen MVP auf den Markt zu bringen, muss der schon rechtlich einwandfrei sein, der darf die Menschen nicht gefährden, der muss gut schmecken und der muss einhalten, was draufsteht. Ich kann die Verpackung im Nachhinein optimieren und auch die Rezeptur, aber da ich ja auch immer Mindestbestellmengen habe, habe ich halt einfach einen riesigen Rattenschwanz dran und kann gar nicht so schnell iterieren wie im Softwarebereich. Also das, meiner Erfahrung nach, ist das bei Lebensmitteln nicht möglich, schnell zu testen. Es sei denn, man kocht irgendwas oder es ist kein Novel Food. Ja, also da würde ich dem Christoph auf alle Fälle recht geben, auch Gobinja. Es ist halt einfach so. Also alleine schon, um auch eine Listung im Handel zu bekommen, muss halt das Produkt verkehrsfähig sein und du als Lebensmittelunternehmer hast halt eben die Auflage und auch die Aufgabe, das sicherzustellen. Und da gehört schon einiges zu. Und wenn man jetzt einfach mal bedenkt, dass alleine im Bereich Kennzeichnung bei Produktproben, wenn man die untersucht, testet, 60% der Verstöße schon die falsche Kennzeichnung ausmachen, dann kommen nochmal ungefähr, kann man bei Statista zum Beispiel auch nachlesen, gibt es jedes Jahr neu veröffentlichte Studien, kommen nochmal so rund 7% dazu bei den Verstößen, die aufgrund einer falschen Zusammensetzung sind. Jetzt darfst du, jetzt hat sie es ausgemacht, ja. Genau, es sind ungefähr ja, 65, bisschen mehr Prozent, die alleine schon zurückzuführen sind bei Produktverstößen, also gerade was so Beanstandungen angeht, die aufgrund von falscher Kennzeichnung, also falsche Produktdarstellung oder zum Beispiel Fehler in der Zutatenliste resultieren oder tatsächlich schon einen Schritt eher bei der Entwicklung, einfach, dass die Zusammensetzung nicht zulässig ist, wo dann halt eben auch so ein Punkt mit Novel Food, was darf ich überhaupt, auch wieder eine Rolle spielt. Und halt nur der restliche Anteil, die übrigen 35%, teilen sich dann halt eben auf, um, ich glaube, das, was jeder als erstes im Kopf hat, Mikrobiologie oder andere Verunreinigungen. Da würde ich gerne noch die Maike ergänzen. Bezüglich Novel Food, es ist ja auch nur, weil es zum Beispiel jetzt eine Rezeptur erlaubt ist, heißt das nicht, dass die anderen erlaubt sind. Das ist immer abgegliedert, beispielsweise Chiasamen. Musste jetzt ergänzt werden, ich darf nicht einfach eine Schokolade mit Chiasamen machen, nur weil ich die im Handel kaufen darf. Also es ist auch immer die Food-Matrix, also das Gesamtprodukt. In welcher Zusammensetzung darf ich dieses neuartige Lebensmittel verwenden? Da gibt es eigentlich immer Verzehrhöchstgrenzen, es gibt immer Deklarationsvorschriften. Also es kommt quasi eine Gebrauchs-, nehmen wir Beispiel Chiasamen,
kommt eine Gebrauchsanweisung, ich will was mit Chiasamen machen, okay, das, du darfst maximal so und so viel Prozent in das Lebensmittel, maximal so und so viel Prozent in das Lebensmittel. Wenn du es ausschreibst, muss der lateinische Name Salvia Hispanica draufstehen. Also es gibt einfach, es ist nicht einfach so, oh cool, Chiasamen sind jetzt erlaubt, jetzt kann ich alles damit machen, sondern es ist erlaubt in dem Rahmen, wie derjenige, der den Antrag gestellt hat, es beantragt hat. Und wenn derjenige, der es gesagt hat, ich will ein Brot machen mit 10% Chia, dann hat die EU gesagt, cool, du darfst ein Brot machen mit bis zu 10% Chia, das heißt aber, du darfst nicht 11% machen. Oder eine Schokolade mit Chia. Das heißt, es ist also für mich als Startup, wenn ich sage, ich sehe das Brot mit Chia drin und ich will nun aber Kuchen machen, muss ich den Weg nochmal neu gehen. Also das ist im Grunde, Unbedingt. Du musst es halt musst genau, ja. genau checken, was der Wortlaut ist. Wenn da steht Backwaren mit Chia mit bis zu 15%, dann müsstest du prüfen, ist dein Kuchen eine Backware? Sehr wahrscheinlich ja. Hast du weniger als 15% drin? Ja, dann darfst du es auch benutzen. Aber dann darf zum Beispiel, keine Ahnung, dann steht da drin nur ungeschält oder so. Ich bin jetzt kein Chia-Experte, aber es ist halt genau vorgegeben, was du machen darfst. Es ist wie ein Baukasten und du musst dich daran halten. Okay, also Vanillepudding würde jetzt nicht gehen und pedantisch genau die Texte lesen und lieber kein Risiko eingehen, damit der Weg nicht umsonst gemacht ist. Ja, wunderbar. Ich bin Christoph sehr, sehr dankbar, weil er gerade schön meinen Arbeitsprozess beschrieben hat mit dem Baukastensystem. Also es war sehr anschaulich, vielen Dank. Aber um noch ganz kurz zu ergänzen, ist gar nicht immer nur so, ich sag mal, das Fancy Food, was jetzt zum Beispiel Chia ist oder auch Novel Food, das fängt auch schon mit ganz kleinen Sachen an, zum Beispiel, wenn man an Farbstoffe denkt, die in Lebensmittel zugelassen sind, die dann aber halt nicht für alle Lebensmittel zugelassen sind. Zum Beispiel Farbstoffe in Schokolade sind halt eben nicht möglich. Das nur so als Beispiel. Also es muss nicht immer eine bestimmte Zutat sein, es kann auch ein Zusatzstoff sein. Oder halt eben gar nicht so das neue Produkt, sondern etwas, was es schon ganz lange gibt, was nur für eine bestimmte Produktkategorie oder für ein einzelnes Lebensmittel in einer bestimmten Art und Weise nicht zulässig ist oder gerade zulässig ist. Sehr spannend. Also ich glaube, mit den Abschlusssätzen von euch wird noch einmal klar, ach, ich führe jetzt einfach mal ein Produkt ein, das wird schon gut gehen, kann man machen. Die Frage, ob man es sollte, ist dann auf einem zweiten Blatt Papier. Aber sehr interessant. Und für mein Feld, ich komme nur aus dem Marketing, würde ich mir auf jeden Fall jetzt, habe ich vorher auch nicht, aber jetzt auch nicht mehr zutrauen, da irgendwie ein Produkt ungeprüft auf den Markt zu lassen. Weil am Ende, das muss man ja sagen, wie ihr es auch gesagt habt, man ist der Inverkehrbringer, man haftet rechtlich dafür und wir wollen ja unseren Mitmenschen nur das Beste. Wir haben noch einen Beitrag von dem lieben Kabosse. Er stellt noch ein paar Fragen. Vielleicht finden sich Crowdmitglieder angesprochen, die dort unterstützen können. Also beispielsweise bei Finanzierungsoptionen, Tipps und Hinweise zu Ansprechpartnern im Biofachhandel. Schaut einfach mal in den Chat rein und wenn ihr euch angesprochen fühlt, nehmt doch Kontakt auf. Ich würde sagen, Marc, wenn du keine Fragen mehr hast, ich bin durch. Wir haben auch keine Fragen mehr im Chat. Ich erteile dir das Wort, du kannst gerne abschließen. Genau. Wir hatten ja jetzt hier, wenn ihr jetzt noch euch vernetzen wollt, genauso wie Marie war das hier von Kaboss oder Kabosse, könnt ihr gerne noch was reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch uns im Nachgang kontaktieren, den Verband, und stellen wir gerne auch nochmal Kontakte her. Herzlichen Dank erstmal für alle, die dabei waren. Und wir haben nächste Woche ein ganz spannendes Thema. Diesmal geht es dann nächste Woche Dienstag wieder der Zoom ab von 9 bis 10:30 Uhr ungefähr. Geht es dann eben nicht um das Thema Best Practice, sondern diesmal um ein Thema zur Inspiration, zum Nachdenken, sozusagen ein neues Zoom-Up-Format namens Think and Inspire. Wir wollen eben über das Thema reden, Corona-Krise, wie können wir da jetzt, wie können wir das ganze Lebensmittelthema verändern? Ist jetzt die Chance eventuell für neue, nachhaltige Produkte, auch durch das geänderte Konsumverhalten? Also unter dem Aspekt Future Food, wie geht es weiter? Nach der Corona-Krise werden wir nachhaltigere Produkte bekommen, die auch besser sind für den Klimawandel, oder geht das Ganze so weiter wie vor Corona?
Das wollen wir, darüber wollen wir wertschätzend debattieren mit einerseits Vertretern aus der Foods, aus dem Food-Startup-Sektor, mit beispielsweise Nomu, die dort neue Produkte haben, aber auch mit Vertretern aus der traditionellen Lebensmittelwirtschaft und Agrarwirtschaft, also mit dem Dr. Christian Schmidt von der Marketinggesellschaft Niedersachsen, aber auch mit der Dr. Julia Köhn von der Agri Food Society, die sich dafür einsetzt, dass wir eine viel, viel nachhaltigere Foodwirtschaft bekommen, die auch die Klimaschutzziele 2030 dann wirklich einhält, was so ein großer Diskussionspunkt ist. Also wird eine ganz, ganz spannende Debatte werden, sicherlich ergebnisoffen, keine Best-Practice-Tipps, sondern eher was zum Nachdenken, Mitdenken, aber auch sich einbringen und gerne mitdiskutieren dabei. Ich freue mich, wenn ihr über diesen Event auch das weitererzählt. Ladet gerne alle eure Kontakte ein. Mundpropaganda ist da das wichtigste Thema. Immer schön weiterempfehlen. Ja, danke nochmal allen, dass ihr dabei wart. Weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen bleibt gesund. Und wenn ihr direkte Fragen habt, auch wo wir als Verband euch helfen können, wendet euch gerne an uns, an unsere Botschafter in der Region. Wir haben mittlerweile fast in jeder Region, in der Dachregion, Leute sitzen, also von Hamburg bis Zürich bis Wien. Ja, danke nochmal fürs Interesse und bleibt gesund und erfolgreich. Danke. Herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss. Ja, herzlichen Dank.